Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir den letzten Strike, den der noch offen ist. Aber dieses Aufnahmeprogramm hat wirklich überhaupt keine Probleme. Na gut, wenn ich es zu lange laufen lasse, kommt da eine Desynchro hin. Oh, die ist nicht gut. So. Ach ja, ich guck mal übrigens, ob es hier irgendwo noch einen Strike gibt. Es gibt nur 4 Strikes. Sehe ich das richtig? Hier sind 2, das ist ja auch der neue, ne? Ja, der gefallene Saber. 3 sind das, genau. Dann haben wir hier noch 2. Und hier sind die 3. Okay. Ah, ja, machen wir auch gleich einen Staubpalast. Mal sehen, was wir von denen kriegen. Aber die Items, die es nur in dem Strike gibt. Naja, wenn es auf jeden Fall in den Strikes einen Shader gibt, immer wieder gern. Ich kann ja auch nachgucken, wie man die Shader alle bekommen kann. Manche bekommt man durch Suchen. Manche durch Strike-Playlists. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich Strike-Playlists suchten am Wochenende bis zum Umfallen. Aber man kriegt keine Marken für die Playlists, oder? Aber generell, Marken zu bekommen ist noch schwerer als die Vorhutmarken und so. Finde ich scheiße. Ganz ehrlich. Unter anderem ist das auch wieder gut, weil man braucht die Marken dringender als die anderen Marken. Wie gesagt, ich warte das Wochenende ab, was der Xur so im Angebot hat. Da werde ich wahrscheinlich meine nächste Exo-Rüstung holen. Der wird doch bestimmt neue Exo-Rüstungen haben. Und bestimmt auch wieder Engramme. Ah, das wird eine schöne Jagd wieder. Ich freue mich schon drauf. Wow, es wird früher dunkel. Und wieder ist der Staubpalast verloren. Die Tage werden kürzer. Angeblich haben sie Psion-Schinder losgeschickt, um im KI-Zentralkortex rumzuschnüffeln. Sie wollen unbedingt haben, was dort vergraben liegt. Wenn Rasputin es beschützt hat, ist es wertvoll. Wir müssen diese Schinder loswerden. Ihr habt's gehört, wir müssen diese Schinder loswerden. Okay. Kein Problem. Laut der Vorhutberichte von Kate sind die Zion-Schinder bereits oben im Staubpalast. Dieser Strike dauert eigentlich auch nicht lange. Wo ich die zuerst mal gemacht habe, das war so übel. Aber ich hoffe, dass man wirklich jedes Mal, wenn man einen Strike macht aus der Heroisch-Playlist, dass man da eine schöne Belohnung bekommt. Aber dass die die auf 42 setzen, sorry, aber das finde ich nicht okay. Also, na gut, 41 ist es ja. Aber die haben ja noch andere auf 42 gesetzt. Und das finde ich nicht okay. Mhm. Dämmerung. Den Raid kann ich noch verstehen, aber Dämmerung. Mhm. Da braucht man ja noch ein hohes Lichtlevel. Na gut, 280 ist eigentlich das maximale Lichtlevel, was man am Anfang haben kann. Eigentlich nicht das maximale, sondern es ist das Standard-legendäre Zeugs und so, ne? Das Problem ist, die Marken dafür zu sammeln. Oh ja, die Marken dafür zu sammeln ist verdammt schwer. Ich bin hier, glaube ich, ein bisschen falsch. So, hier. Hier bin ich richtig. Wo sind meine Kollegen? Wo bleiben die? Auf jeden Fall Geist einsetzen. Die als Dämmerung, das wird schön. Also, dieses Jahr, Jahr 2, wird komplett anders. Aber
Was ich mich frage, sind zwei DLCs bekannt gewesen schon am Anfang von Destiny. Aber bei Taken King gar nichts über neue DLCs. Nicht mal eine Edition mit zwei DLCs zum Kaufen. Haben sie diesmal keine DLCs drin? Oder sagen sie, ne, komm hier, kriegt ihr zwei DLCs. Müsst aber für jedes einzeln bezahlen 20 Euro oder so. Oder die haben noch keine Ideen für DLCs. Oder die werkeln noch. Machen so... Alle 3 Monate ein DLC wäre jetzt auch Blödsinn. Oder die denken sich jetzt, ja, das Jahr 2 ist ja so groß, dass die keine DLCs brauchen. Ja, vielleicht machen sie nur ein Raid rein, kostenlos oder so. Das wäre cool. So ein kostenloser Raid. Das wäre was. Ich werde am Wochenende auf jeden Fall mir Marken farmen. Und werde nicht in der Story voranschreiten. Und wenn, dann schreite ich nur mit einem Charakter in der Story voran. Oder mit zwei Charakteren. Und der andere macht dann den ganzen Rest. Aber ich schließe auch Dinge ab, die ich nicht im Let's Play zeigen würde. Wie zum Beispiel Schmelztiegel-Dinger. Das sind Sachen... Gegner mit einer Waffe töten, einer bestimmten... Also das letzte... Ich glaube, diese Quest mache ich gleich mal. Nur um zu wissen, wie die ist. Also ich meine jetzt diese Quest hier. Warte, waren wir sie? Nicht die, sondern die Jolly Holiday. Also wir haben 12 Suchquests. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so viele gibt. Es gibt so viel zu tun. Aber immer so wenig Zeit. Aber man muss sich mal vorstellen, die Story von Destiny hat man an 2 Tagen durchgehabt. Na gut, mit einem Charakter. Aber hier, ich glaube, hier brauche ich wirklich wesentlich länger. Besonders, weil man die alten Sachen ja auch noch spielen kann. Tägliche mache ich heute auf jeden Fall auch noch. Mit meinem Jäger am besten, der hat nämlich schon gute Werte. Na gut, könnte noch besser werden. Ich glaube, ich werde mal beim Toten Orbit versuchen, an Rang zu steigen. Nachher. Um ein Päckchen zu bekommen. Wo sind die Gegner? Ach, die Gegner sind da unten. Hier hat man auch mal gesagt, hier wären Besessene irgendwann. Aber ich glaube, das kommt vielleicht später. Erstmal kommt am Wochenende der Raid. Mal sehen, ob ich den machen kann. Zeigen werde ich ihn euch auf jeden Fall. Aber erstmal muss ich mit der Hauptstory durch sein. Dann kann ich euch den letzten Raid zeigen, der noch da offen ist. Arena werde ich auch noch zeigen. Ah, scheiße, ob ich das... Ah, da unten ist noch einer. Ich gehe mal runter. Ich dachte, wir wären fertig und dann ist da unten doch noch einer gewesen. Auf jeden Fall, wir werden viel Spaß mit Destiny haben. Das ist mein Hauptprojekt. Alter, sind da immer noch... Wollen die mich verarschen? Ey, wir hatten alle getötet.
Ah. Ah, diese Feuerwalze kommt ja nur, wenn ich einen Gegner mit einem Nahkampf töte. Das kann ich ja im Schmelztiegel nicht. Kann ich hier irgendwo? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Jetzt zurück. So, können wir jetzt weiter? Ja, endlich. Ich hasse diese Stelle, besonders weil man da unten wieder runterspringen, dann wieder hochspringen und so. Die anderen Stellen sind dann ein bisschen gechillter. Aber mir macht Sorgen, dass der Geist nichts sagt. Aber ich finde es gut, dass wenigstens die deutsche Stimme sich nicht geändert hat. Die haben es immer so groß angepriesen, die Geiststimme wird sich ändern. Ja, für die Amerikaner, also für den englischsprachigen Raum. Wenn man es auf Englisch stellt, die Konsole, dann hat man die Stimme, die veränderte. Also wer sich anhören will, die neue Geiststimme, muss auf Englisch schalten. Der muss aber schon mal auf Englisch gespielt haben, um halt zu wissen, wie sich der alte Geist angehört hat. Bin ich hier falsch. Noch ein Terminal. Mach mal. Was hast du denn für einen Geist? Dein Geist ist weiß? Stimmt, der ist noch Level 34. Der hat erst heute angefangen, oder was? Wunder, dass der Geist weiß ist. Das gibt auch eigentlich Geister für das Level. Scheiße, Gegner alle weg. Na toll. Die Gegner kamen jetzt etwas später. Aber jetzt hat wirklich jeder Gegnerart einen Boss. Selbst Schweber. Ich hätte nie gedacht, dass es einen Schweber gibt. Ein Boss-Schweber. Dann ist das mit den moderaten Schaden an Schwebern doch, macht doch Sinn. Der Perk macht jetzt Sinn. Die Waffe macht zwar keinen Sinn, weil die total schwach sind, aber der Perk. Den Perk gibt es bestimmt immer noch. Auf starken Waffen. Denn so viel ich weiß, wurden viele Perks recycelt. Oder es gibt ähnliche Perks. Zum Beispiel Schicksalsbringer, was den ausgemacht hat. Der Perk, den gibt es auf viele, viele Waffen. Zum Beispiel, ich habe den Perk auf diese Waffe. Dafür muss ich aber... Ah! Nein! Arschloch! Sorry, aber der hat mich gerade voll aufgeregt. So. Ich setze den Geist ein und dann Schinder-Action. Hinterlasst eigentlich jeder Schinder dann was? Da tauchen sie auf. Na? Wo bleibst du? Meine Rakete ist einfach verpufft. Ach, das darf doch nicht wahr sein.
So, der erste ist down. Ach, ich schieße auf meinen Kollegen, Alter. Der sah so komisch aus. Unser Kollege ist gestorben. Mach du das. Wow, scheiße, da ist ja noch ein Schinder. Es gibt einen Grund, warum ich jetzt mal kurz Fersengeld gebe. Boah, danke, Leute, das war gerade Arsch retten. Denn... Ja, genau. Wo sind sie? So, das war's. Gute Arbeit. Ich gebe der Vorhut Bescheid, dass die Schinder tot sind. So, damit hätten wir auch diese Plage erledigt. Wenn die Schinder mit Rasputin zu tun hatten. Waren sie stärker, als wir dachten. Wir sollten im Auge behalten, wo die Kabale die Dinger absetzen. Wer weiß, wozu ihre Geisteskräfte fähig sind. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal im toten Orbit rang. Aber es gibt auch einen schönen Umhang, den man sich holen kann, womit man dann schön noch einen größeren Ruf hat. Diesen Exo-Umhang. Ich hoffe, der hat auch eine hohe Verteidigung, sonst wäre schade. Boah, ich mit meinem 212 Licht. Haha. Okay, dann würde ich mal sagen, war es das erstmal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, und zwar mit dem Jäger. Ich denke mal, mit meinem Warlock werde ich auch noch so weit spielen. Dass ich alle Strikes und so abschließe. Ich werde hier nochmal mein, eine Klasse wahrscheinlich oder meinen Ruf verbessern von links. Damit ich hier was Legendäres mal bekomme. Obwohl, das können wir auch später machen. Auf jeden Fall, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zweneter.